Jüdische Kinder, ich muss euch erzählen, was mit mir passiert. Ich hab gehabt einen Mann, und er geheißen Jukul Jukilewitsch. In einem schönen Tag sucht er zu mir Perke Zimmes. Ich geh kaufen Zigaretten, und ich komm bald zurück. Zwischen weg 6 Jahre, und er ist noch nicht zurückgekommen. Ist er tot, soll er dort liegen in der Erdgesinnterheit. Lebt er aber, in welch ihm packen? Will ich ihm schon begruben? Perke Zimmesl, ich bin du. Oi, weiß mir, etwas a bekannte Stimme. Das bin ich doch, dein Jukele. Ich bin doch gekommen zu dir. Nein, du bist nicht mein Jukel. Mein Jukel ist tot. Was redest du? Heißt nicht, dass ich lebe. Ich lebe doch. Nein, du bist tot. Geh zurück in der Erde rein. Was redest du? Sag schon mir, ob du lebst, wie bist du gewesen die ganze 6 Jahre? Du willst wissen, gedenkst du, ich bin rausgegangen, kaufen Zigaretten? Ja. In meinen Zigaretten kriege ich noch beim Port. Bin ich zugegangen zum Port, sehe ich stehen als Sachen Menschen im Warten. Nu? Meine ich, es für Zigaretten. Aber sich auch weggestellt mit sie zusammen. Ich stehe, ich leg sich langsam, bis ich bin rauf auf ein Schiff. In das Schiff hat mich geführt nach Mexiko. Mexiko? Was hast du getan dort in Mexiko? Oh, in Mexiko bin ich schon gewesen, gut auf Größe gehackte Zures. Ich habe sich so lange herumgedreht in Mexiko, bis man mich herangeschleppt in Amalchume. Amalchume in Mexiko? Ja. Wer hat sich dort geschlagen? Was heißt, die Mexikaner haben sich geschlagen mit den Galizianern. Freut nicht. Oh, ist dort ein gewähner Schlacht. Aber der Nuchten bin ich geworden ein größer Soldat. Ja. Noch größer für einen Soldat. Noch größer? Warte. Ein Kapral? Noch größer. Ein Sergeant? Noch größer. Ein Leutnant? Oh, Jukulitz an ein Leutnant. Ein General? Noch größer. Wo bist du gewähnt dort in Mexiko? Ich bin gewähnt der größte Kartoffelschäler. Aber ich hab ich sich dort gemütet. Aber jeden Tag hab ich gekriegt eine Medaille. Wie soll? Für meine Heldigkeit. Jeden Tag hab ich gebracht 10 gefangene Soldaten. Wie soll hast du das getan, Jukele? Ich bin zugegangen zum Säune und ich hab gegeben mein Geschrei. Jeden Soldaten, ich darf suchen, Kaddisch noch mal Schwieger, ich darf Arminien. Sondern mir bald noch gelaufen 10 Soldaten. Oi, wei, was ich also, ich bin weg. Was meinst du, ich so lange in der Malchume? Ich bin weg, ich habe resigniert. Nun habe ich sich herumgedreht und sich gedreht auf größere gehackte Zures. Kein Geld habe ich nicht gehabt. Ich gebe einen Kick in eine Zeitung, sehe ich es, du Corridas. Nun tracht er sich, du Corridas. Äfsche will ich gewinnen, ein paar Dollar. Ich gehe hin in die Corridas, ich gebe einen Kick, läuft ein jüdisch Pferd. Ein jüdisch Pferd? Ein jüdisch Pferd, Moshe Pippik hat er geheißen. Tracht ich sich ein jüdisch Pferd, wie wird er nicht daran kommen, von mir soll gewinnen als Geld. Gehe ich zieh dort in ein Fenster, ich lege weg mal ein bisschen Geld und ich stelle es darauf im Ganzen auf Moshe Pippik. Nu? Ich gehe also ja weg, plötzlich hebt sich auf einen Strick, alle Pferd geben mal Läufer raus. Ja? Und mein Moshe Pippik läuft der Erste. Ja, freg nicht 10 Meter vorn. Also. 20 Meter vorn. 30 Meter vorn. Plötzlich mein Moshe Pippik geht sich an Stelle ab. Was sagst du, verwus? So doch gewähne jedes Pferd. Vor Nacht hat er sich weggestellt auf eine Minche. Oh, freg nicht. Aber ich müsste dir erzählen, was mit mir hat passiert in Mexiko. Mexiko hab ich bereist, in dem Schlachtfeld nicht vergessen. Die Wichs hab ich dort verkauft, ich soll hoffen, was zu essen. Ja, Such mir, mein Schöner, mein Lieber, wie viel Blut hast die vergossen. Ach, such mir, mein Held, mein Gieber, was man hat ich nicht erschossen. Juhu! Gegangen bin ich dort im Feuer rein, in so wie ich hab noch dem Säune der Sein. Was hast du getan dann in dem Augenblick?
Eus gedreht sich in gelaufen zurück. Juhu! Gegangen bin ich dort die Schlachtfelder rein, von 1000 Soldaten die Füße gehackt. Verwus nur die Füße, mein braver Soldat? Weil sie haben kein Cap schon für lang nicht gehabt. Juhu! Kennst du schon die Mexikaner sprach? Ich kenn ein bisschen oder nicht, kein Sach. Lass mich hören. Patefon, Patefoni, Grammophon, Grammophoni, Macaron, Macaroni, mit der Puffe, Batignoni. Grammophon, Grammophoni, Patafon, Patafoni, Macaron, Macaroni, mit der Puffe, Batignoni. How are you, Ski? How do you do, Ski? Mein po-Franzuski, понимаете, по-Russki? How are you, Ski? How do you do, Ski? Dus mein po-Franzuski, понимаете, по-Russki? Dort in Mexiko, die ich lernen die Sprache, dort werden wir gich. Dort in Mexiko zu sein, ist ein Kanäden. Wir werden fuhren, ein Freien. Oh, es gibt zu sein mit den Mexikaner Mäden. Was ich will dort sein, dass die Schäumer nicht reden. Häusig gibt es sein am Mexikaner. Bei mir müsst ihr schön sein am Galizianer. Dort in Mexiko zu sein, ist ein Kanäden. Wir werden fuhren bei ihnen freien. Goodbye, goodbye. Hallo.